So, wir sind jetzt im Beintraining und heute als erste Übung mal die Hackenschmidtmaschine. Ja, die ersten zwei Sätze hier sind Aufwärmsätze. Wie bei jeder ersten Trainingseinheit bzw. ersten Übung im Training habe ich mich auch hier gesteigert, Stück für Stück ans Arbeitsgewicht rangetastet. Und ab dem dritten Satz könnt ihr dann meinen Arbeitssatz sehen, beziehungsweise meine Arbeitssätze sehen. Drauf sind da 105 Kilogramm an Plates. Vor den Hackspots hier bin ich wie bei jedem Unterkörpertraining erstmal 5 bis 10 Minuten Fahrrad gefahren, um meinen gesamten Unterkörper und insbesondere auch meine Knie aufzuwärmen, weil ich da in letzter Zeit häufiger Schmerzen habe. Dann folgt erstmal das Mobility-Programm mit unter anderem Mountain Climbers und vor allem auch für mich Übungen zur Dorsalflexion. Meine größte Schwachstelle. Ich bin verdammt steif im Sprunggelenk, was sich dann wiederum auch auf meine Knie, auf die Hüfte und auf den Unterrücken auswirkt. Ja, ein bisschen Form Rolling war auch beim Warm-up dabei und erst danach ging es dann hierher an die Hackenschmidtmaschine. Komm, 8-8. Nach den Hack-Squats ging es dann hierher den Beinbeuger bearbeiten. Oft mache ich auch rumänisches Kreuzheben, aber mein Unterrücken war einfach zu vorbelastet vom Kreuzheben am Vortag. Um die Glutes dann noch vernünftig auszulasten, habe ich stattdessen dann einfach noch ein paar Hip-Thrusts eingebaut. Drei Sätze noch gemacht von dem Beinstrecker, aber nur sehr leicht. Drei Sätze mit 15 Wiederholungen und ich glaube 95 Kilo.
um dann einfach nochmal die Quads ein bisschen zu spüren und auszubrennen. Aber wie gesagt, aufgrund der Knieschmerzen nur sehr leicht. Hier die Hip Thrusts an der Beinbeugermaschine, weil die Rolle schön gepolstert ist und man sich nicht die fiesen blauen Flecken zuzieht, wie bei der Langhantel. Auch volles Gewicht ist jetzt ziemlich leicht, darum kommen hier noch zwei 10er Scheiben drauf, um es ein bisschen schwieriger zu gestalten. Ja Leute, ich trainiere auch meine Schienbeine. Oder zwei Sätze reichen. Schön Fußspitzen nach oben ziehen. Hier dann nochmal die Beine schön ausgebrannt. Einbeinige Bulgarian Split Leg Squats mit den Kurzhanteln in dem Fall, um auch ein bisschen die Schwachstellen zwischen links und rechts auszugleichen. Und was mir da besonders gut gefällt noch dran ist, dass man das Knie hier einfach schön lernen kann, über die Fußspitze zu schieben und das Gewicht einen so ein bisschen runterzieht. Das heißt, dabei kann man auch direkt noch ein bisschen das Sprunggelenk mitdehnen. Der Bauch ist immer am Unterkörpertag an der Reihe, daher auch hier noch den Bauch bearbeitet. Die Arme waren einfach zu schlapp für die Toast-to-Bars. Wie gesagt, am Vortag war Rückentag. Und daher auf die gestützte Variante zurückgegriffen. Und dann noch eine Art Crunches gemacht mit einer Langhantelscheibe. Die führe ich dabei immer hinterm Kopf, um den gesamten Bauch auszudehnen. Und dann oben wieder schön in die Kontraktion zu gehen. Ist eine meiner Lieblingsübungen für den Bauch. Ja, das war es dann schon mit dem Voice-Over, würde ich sagen. Ich sage dann jetzt schon mal danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Beintrainings durch. Jetzt gibt es einen leckeren, nee, eher weniger leckeren Proteinshake. Und zwar habe ich jetzt von MyProtein dieses Vegan Blend Schoko bestellt und angekommen ist leider unflavored. Die Tüte habe ich schon aufgemacht, das heißt, zurückschicken ist nicht mehr. Verdammte Scheiße. Und natürlich ein bisschen lecker hinterher. Zucker für den Insulinspiegel. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ruhig einen Daumen da lassen und abonnieren.